Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von God of Tanks. Und zwar einen Tag nach dem Valentinstag. Und ich bin im Matilda BP, also im Matilda Breakfans. Der war ja gestern im Angebot. Und ich habe direkt zugeschlagen, sage ich jetzt mal. Das ist ja eigentlich wirklich jedes Dings, jedes Jahr im Angebot für 75%. Und ich habe ihn jetzt einfach geholt. Ich merke gerade, da gehen relativ viele hin, das heißt, wir gehen in die Mitte. Ja, mir wurde gesagt, dass der Panzer extrem nice ist. Vor allem, weil einfach gar nichts durchkommt von Teil, was Tier 5 ist. Tier 6 hat da schon weniger Probleme. Wurde mir genauso gesagt. Und ja, man sieht, DPM ist eigentlich auch recht nice. Durchschlag sowieso, 110 ist sehr gut. Klassifiziert als Heavy, weshalb auch meine Centurion 1 Crew natürlich hier drauf ist. Das heißt, wir haben eine sehr gute Crew. Welche aber Verbesserungen nötig hat, deshalb spiele ich auch. Das ist auch ein Mitgrund. Die Gun Depression ist sehr nice, wie man hier sieht. Und wir sind jetzt dann endlich auch mal vorne. Und ja, ich habe mir auch ein Dings geholt. Ich gehe im Kleinrohr rein, weil ich nicht mehr wusste, was ich sonst noch reinpacken würde. Aber inzwischen ist es so, dass ich mir denke, eigentlich gehört hier noch ein Waffenrichterantrieb rein. Ja, ob AT2 gut ist, AT2 ist relativ gut. Ja, Panzer 3 prallt natürlich ab. Ja, sowas sollte man mit einem D2 auch nicht wirklich machen. Ja, der kommt relativ gut durch. Damage, ich finde das eigentlich recht nice. Man sieht hier, ich habe noch eine Medium-Panzer-Mission angefangen. Ihr habt aber das heute, glaube ich, oder letzte Woche, ich bin mir auch nicht sicher, wann ich das genau hochlade hier. Das Video gesehen, dass ich die Medium-Mission geschafft habe. Ah,
Diese Leute da hinten machen mir ein bisschen Angst. Der mich aufmacht. You cannot die. Target acquired. That one didn't go through. Target unlocked. Okay, wie auch immer, aber der ist durchgekommen. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich bin die One-Shot für jeden der Gegner. Die zweite Gegner durchschlagen mich eigentlich 100% der Fälle. Wir hatten so ein gutes Gefecht. Ich bin nicht offen. Ich will den Krieger. Jawohl. Muss einfach mal gesagt werden, ich habe keine andere Munition mehr. Großkaliber haben wir auch. Und ich denke vielleicht sogar ein Panzer aus. Wenn es gut läuft. Oh, nur eins. Ach, schade. Ich hab doch Großkaliber. Sollte ich zumindest haben. Zwei sind nicht durchgegangen. 18 nicht getroffen. Das lag aber hauptsächlich am Anfang, wo ich einfach gar nichts getroffen habe und viele Blindschüsse geschossen habe. Ups. Wenn die 48 werden, wie viel gibt denn 48 Gold? Wie viel kostet denn das? 19.200. Ja, dann hätten wir noch ein bisschen Profit gemacht. Ziemlich genau 14.000. Und ja, wir sehen uns gleich noch in einer zweiten Runde. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder in einem weiteren Fünfergefecht. Dieses Mal aber zwei Heavys als Gegner. Welche wir vorher nicht hatten. Und ja, ich habe noch ein kleines Update. Und zwar habe ich mich vorhin ein bisschen versprochen. Beziehungsweise was nicht richtig verstanden letztens. Und zwar kommt denn gar keine 7er Gefecht. Oder kann ja auch 7er nicht einfach so durchkommen. Vielleicht hat der mir das gesagt hat, auch einfach in einer viel früheren Version den oft gespielt oder halt einfach sonst mit einem anderen 5er-Platoon gemacht oder einfach gedacht, man muss mich beeindrucken. Aber wir fahren jetzt erstmal hier vor und ich habe mich entschieden durch die Mitte zu fahren und zwar links rum. Denn bis ich mal da hinten bin und noch vorgefahren bin und alles, bin ich entweder schon tot, weil ich vorhin schon offen bin. Oder alles ist weg. Aber ich denke ja, dass ich zuerst tot bin.
Lol. Wie viel Durchschlag geht da eigentlich mit 30? Mir fällt gerade auf, die Gegner haben nur 5er. Und bei uns gibt es einen Platoon von 3 Vierern und einem anderen, der andere Vierer ist auch noch dabei. Das ist doch unfair. Nee, den werde ich nicht treffen. Oh. Bist du auch ein bisschen vorgefahren? So. Der Wolverine ist schon mal weg. Und ihr habt gesehen, wie einfach es ist, Leute auseinanderzunehmen. Weil mir der Tarnwert auch nicht gleich scheiße ist. Weil ich stand da hinter einem Busch und ja. Oh. Wir fahren hier natürlich über auf dem Feld. So. Oh, der hat mich noch getroffen. Ja, ich habe jetzt Gold geschossen. Ah! Schade. Aber 1300 Schaden schon wieder. 4 Kills.
ein Schuss mehr für Großkaliber theoretisch. Schade. Da nerv ich mich jetzt drüber. Lass mir noch etwas zu trinken holen. So. So, da haben wir also gewonnen. Schade, dass wir gestorben sind. Schon wieder eine 1. Hä? Was? Mathilde 4, Valentine 2, Mathilde BP. T-76, ah, okay, Leopard 1, bla bla. Hey, Mathilde 4 und Valentine 2 gibt's hier ja gar nicht. Ach, wahrscheinlich im Shop, ich voll Idiot. Aber dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Wenn nein, lasst auch eine Bewertung da. Aber bitte sagt mir auch, was ihr nicht gut fandet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.